Folge 3, die vorletzte Folge von Staffel 4. Diesmal wird es ein bisschen besonders werden. Wir werden gleich englische Fragen spielen, denn einer unserer englischsprachigen Zuschauern hier wird sich versuchen, mit unseren Regeln, die wir für diese Season noch haben, zu den letzten Folgen an die Million zu wagen. Die Fragen dahinter werden interessant sein, denn vielleicht wird er manche kennen, vielleicht werden manche ihm bekannt vorkommen, ich weiß es nicht. In jedem Fall starten wir nun die vorletzte Folge Wer wird Millionär Staffel 4. Los geht's! So, na dann Freunde, willkommen zu einer neuen Staffel von, zur vorletzten Folge von WWM und ich habe schon eben gesagt, dass wir heute gleich was ganz Neues sehen werden, denn es wird so sein, dass, wie gesagt, einer von unseren Zuschauern spielen wird, der eben englische Fragen aus der Datenbank kriegt und das Schöne daran ist, die meisten Fragen oder ziemlich genau alle Fragen davon wurden von irgendwelchen Leuten, die bei meinem Projekt gemacht haben, mit aufgeschrieben, notiert von Staffel 16 Folgen aus den USA oder 15ern, wie auch immer. In jedem Fall sind es englischsprachige Fragen, die gleich kommen werden und ich bin mal gespannt, ob das alles klappt, wie es soll. Deswegen, wir fackeln mal nicht lange rum und lösen, beziehungsweise starten mal die Auswahlaufgabe. Ich hoffe, sie funktioniert, weil wir haben gerade, wie sehe ich, nur 8 Fragen drin. Insofern, toi, toi, toi. Hier geht's los. The question is, put these daytime talk shows hosts in the order of debut, starting with the earliest. The Jerry Springer Show, Dr. Phil, The Wendy Williams Show, The Ellen DeGeneres Show. ACBD, let's check if that order is correct. Starting earliest. The Jerry Springer Show A, then Dr. Phil B, then the Ellen DeGeneres Show D, and then we have the Wendy Williams Show C. A, B, D, C, that's the correct order. Let's see how many got it right. And in the fastest time, the fastest person was player 5. Let's do this. And Ryan, do you say lol? Was it order wrong? Let me check something here because. Okay, I see in the database this question is in there 2 times, but I wasn't sure which one is the correct now. What did you say? What was the correct order? Let me see that. The question is from TC Millionaire. He said, no, wait, which one was it? It was, this one. A, B, D, C. Yeah, that was the right order from Jordan Hess. Anyway. No, it's right. Wendy Williams was the shortest. Okay, well then, you know the rules. Since our season is about to end, we give players the best chance to win a million. You start out with 3 lifelines, phone a friend, ask the audience, and 50-50. And once you reach the 16,000 euro level, you get double dip and switch as additional lifelines. Finally, watching Millionaire in English pays off, because now I can use all his catchphrases against players. I like it. If you are ready, let's play Who Wants to Be a Millionaire? Question number 1 for 50 euros is this.
Because it didn't sell hamburgers, which of these fast food companies had the slogan Think outside the bun? McDonald's, Burger King, Wendy's, Taco Bell. The final, Taco Bell. And you're right, that's 50, going for 100. According to the book, A Dad's Guide to Baby Care, what is newborn baby's main method of communication? Crying, smoke signals, UN interpreter, or email? A final, crying, yes. I know that too. 200. The Mirai Toyota's new hydrogen fuel cell vehicle takes its name from a Japanese word that means what? Expensive, dangerous, ugly, future. The final, future, and you're right. I didn't know that. I didn't. 300. Reflecting the strong Czech, Polish, and German heritage of the state's residents, which of these is the official state dance of Wisconsin? Polka, salsa, can-can, the robot. This is actually pretty funny, played in English. A final, okay, polka, yes, 300, okay, last point where you could go home with nothing, you have all three lifelines left, question number 5 will guarantee you 500 euro, here it is. Art historians note that self-portraits become common in the 14th, the same century that what became popular? Class mirrors, mammoths, trucker hats, plastic surgery. A final answer, class mirrors. Let's hope it's a good one, and you're right for 500. Guaranteed. Very good. So far so good, you have 500 in your bank. 5 questions to the next rush world, all 3 lifelines intact, going for 1000, here it is. Called Plinko on Steroids by television critics, what Chris Hardwick hosted game show is executive produced by LeBron James? The Ball, The Call, The Fall, The Wall. These seems to be easy questions for you, don't they? Aren't they? Let's take a look. The Wall is correct for 1000. I wonder how people ordered these questions in. Cause so far, I guess all of these questions you had so far are self-written by some people who joined our second Discord or are in general participating in the question editor project. 2000. UC Berkeley offers a linguistics course taught by David J. Patterson, who's credited with the creating the .Racky language for what TV show? Star Trek, The Next Generation, Stranger Things, Game of Thrones, Doctor Who. I wonder if you know that question. Okay, you wanna use a lifeline? Which one do you have? You have all three. 50-50, you can phone a friend or you can ask the audience. I wonder if the phone a friend text will appear in English.
I guess it will appear in German so far. But I can translate that for you anyway. Let's do Phone a Friend. Okay. So just tell me which one do you wanna call? The first, third, second, or third one? We don't know which of them knows the answer, but so far I guess at least two out of three should know this. Second. Got it? Okay, here it comes. I will translate it for you. First of all, the question again. Then the four possible answers, and the contestant, he definitely knows it. It can only be C, but at 50% maybe. How sure are you? Where did you get this information? Of course I know the such stupid things. Well, his final answer is C. He said Game of Thrones. C final. Game of Thrones. Yeah, well, that's correct. 2000. Going for 4,000, two lifelines left. The newest country to join the United Nations, South Sudan, is located on what continent? Africa, Asia, Europe, South America. South America. A final. Well, you know your things. You know your stuff. And it's correct. For 4,000, very good. This seems to work pretty good. Going for 8,000, here it comes. In the famous Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada sign, the letters welcome are emblazoned on depictions of what? Martini glasses, silver dollars, showgirl silhouettes, dice. Wait a second, I recognize this question. Yeah. You said the final, okay. I was thinking, because you said the final. I was thinking, if I'm correct, the guy used the 50-50 and B and D stand there. Did he pick silver dollars or dice? Let's check the correct answer. It is silver dollars. I thought it was B. I'm so sorry for you. Oh my gosh. Well, what can I say? That was a nice try, though. That's 500. So sorry, man. Wanna try it again? Or shall I do again? The funny thing is, I watched the episode of that question yesterday again, or I skipped through it. Okay, nicely done. Anyway. Up mit der nächsten Auslaufgabe. Wieder auf Deutsch. Ordnen Sie folgende Zahlen von groß nach ganz groß. 1 Million, 1 Billion, 1 Milliarde, 1 Trillion.
Maybe you wanna join us next week when we play again off screen. Let's say without recording it for season 4. Von groß war ganz groß. Es fängt an mit einer Million, geht über eine Milliarde zu einer Billion auf eine Trillion. BCAD. Am schnellsten haben wir Spieler 7. Actually, the English questions were much easier than the one I had in the first two episodes of tonight. Dann versuche ich es eben nochmal mit meinen Fragen. Los geht's! Für einen Violinisten ist es selbstverständlich, vor jedem Auftritt seine Geige bei Pflichten, Abnicken, Gutheißen, Zustimmen. D. 100. Bei einem allzu rasanten Fahrstil kann es schon mal passieren, dass der Kühler türmt, das Heck ausbricht, die Achsen flüchten, die Lenkung entkommt, dass das Heck ausbricht. 200. Was wird einem Kranken schon mal bescheinigt? Da haben wir schlechte Verfassung, mangelhaftes Grundgesetz, übler Staatsvertrag oder unseriöse Bürgerrechte. Das ist eine schlechte Verfassung, die er hat. 300. Ein Lied zu summen fällt einem besonders schwer, wenn man sich dabei die Nase zuhält, den Mund zuhält, die Ohren zuhält, die Augen zuhält. 500. Was musste man Mike Krügers Anweisung zufolge ersten durch die Lasche ziehen? Nudel, Nippel, Nadel, Nadel. Den Nippel durch die Lasche ziehen, B. 1000. Wobei hat man im Supermarkt häufig die Wahl zwischen 1,5 und 3,5% Fettanteil? Bei Milch. Schokolade, Milch, Kartoffelchips, Butter, Milch. 100. Milch. Ich vertrage keine Milch. Zumindest keine Haarmilch, weil irgendwie die haltbare ultra hoch erhitzte Milch irgendwie bei mir ist das sofort Hautausschlag nach einem Drittel Liter oder Viertel. 2000. Welche Frucht nutzen Naturvölker, um daraus Gefäße herzustellen? Bechermango, Flaschenkürbis, Topfmelone, Napfdattel. Um daraus Gefäße herzustellen. Ich würde sagen, das könnten Flaschenkürbisse sein. Gefäße herzustellen. Flaschenkürbisse, die sind ja. Also, ja, es würde hinkommen. Bechermango, nee. Becher sind ja nicht. Mangos sind ja rund. Becher sind ja meistens so. Nee. Topfmelone. Melone ist ja irgendwie so. Aber auch nicht so. Unten abgerundet. Die sind ja generell komplett rund. Ich würde sagen, Flaschenkürbis, Napfdattel. So, ich muss gerade im Chat antworten, kurz, Sekunde. Geht sofort weiter. Huch, wo ist es denn? Da unten. So. Also ich würde sagen B, Flaschenkürbis, und ich nehme es auch. Wunderbar. Für mich. Klappt. 4000. Im Gegensatz zu seinem westdeutschen Kollegen ist das typische Ostampelmännchen offensichtlich gut erzogen, versichert, gelaunt, behütet. Die Frage hat man doch schon mal gehabt. Ich glaube, die im Osten tragen Hüte, deswegen D.
8000. Was ist der Zensus? Schuldirektor, Volkszählung, Kirchensteuer, öffentliche Meinung. Der Zensus. Das habe ich schon mal gehört. Ich hätte erst zuerst gedacht, was mit Zensur, aber nee. Zensus, das könnte vielleicht eine Zählung sein oder eine Meinung. B oder D würde ich sagen. Kirchensteuer kann auch sein, aber glaube ich irgendwie dann doch nicht. Telefonjoker nehme ich mal, wobei. Telefon, doch, Telefon. Nummer 2. Die bringt uns jetzt allen Glück. So, was ist jetzt Hindus? Ein Schuldirektor, Volkszählung, eine Kirchensteuer oder die öffentliche Meinung? Es kann lediglich später an die Volkszählung, 90% sicher. Hey, das war die Antwort, die ich hören will. B. This works pretty, pretty good. 16.000. Zwei Joker sind noch da. Was lernt der Medizinstudent? Auge ist Augus, Ohr ist Orus, Nase ist Nasus, Mund ist Mundus. Der Medizinstudent. Und ich werde geautohostet. Der Medizinstudent. Ich kann mir vorstellen, dass es in dem Fall entweder es könnte Ohr sein oder Mund sein. Auge würde ich nicht übersetzen, so Orus oder Mundus. Ich würde fast über den Publikumsjoker anfangen und mal nachfragen, was der Medizinstudent so alles lernt. Ist es Auge ist Augus, Ohr ist Orus, Nase ist Nasus oder Mund ist Mundus? Wenn es einer im Chat gerade weiß, schreibt es doch mal gerne rein. Was davon ist richtig? Prozent sagen Antwort C, Nase ist Nasus. Also 3 Viertel ist schon eine verdammt gute Quote dafür. 3 Viertel, also ja. Soll ich das nehmen? Ich gehe mit drei Viertel des Publikums, nämlich jetzt C, Nase ist Nasus. Wenn es 3 Viertel wissen, dann setze ich mal drauf. So, diese 3 Viertel, beziehungsweise knapp 75% haben richtig gelegen, jawohl! Die Runde läuft, Freunde! So, 16.000 sind sicher, 32.000 Euro ist die nächste Frage. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie gut das wird. Hier kommt die Frage. Wer beschäftigt sich am ehesten mit der geheimnisvollen, dunklen Materie? Hirnforscher, Astrophysiker, Alchemisten oder Ölscheich? Dunkle Materie, das könnte jetzt ein Synonym sein für Öl, aber andererseits dunkle Materie, würde ich sagen, ist im Weltall zu finden, deswegen ich fast sagen würde, dass es B, die Astrophysiker sind. Hirnforscher, nein. Alchemisten, ja gut, könnte auch hinkommen theoretisch, aber dunkle Materie, ist es geheimnisvoll, also insofern Ölscheich, nein, ich sag, haha, warte, es könnte eher physikalisch, aber auch eher chemisch sein, das ist so, hä? B final. Das muss was sein, was aus dem Weltall stammt. Da kommt ein A noch rein. Was ist denn da los? Ich bin gespannt. Dunkle Materie zählt eher zu Astrophysikern.
Wunderbar. Grad ist eine Solo-Runde, weil ich eben rausgefordert wurde. Grad ist eine Solo-Runde. 64.000. Ich habe noch drei Joker. Das sieht für mich ganz gut aus bis jetzt. Mit welchem Gewächs im Garten will man verhindern, dass Hund und Katze ihr Geschäft dort verrichten? Hau ab Strauch, Vegetabaum, verdufte Blume, verpiss dich Pflanze. Also, das klingt alles so absurd, dass für mich am ehesten B richtig ist. Verpiss dich Pflanze, wer nennt denn sowas so? Ist voll geil. Verdufte Blume? Ich gucke gerade übrigens echt nicht in den Chat rein. Ich weiß, dass Leute gerade am Schreiben sind, weil ich recht in OBS hochgehen sehe, aber ich gucke nicht rein, keine Sorge. Ich würde vermuten, dass es da ja vielleicht eher A oder B sind. Ich kann mir C und D nicht wirklich vorstellen. 50-50. Verdammt! Eine verpiss dich Pflanze oder ein Hau ab Strauch? Ich würde jetzt sagen A. Aber ein Strauch, die können drunter gehen, theoretisch. Verpiss dich Pflanze. Es klingt verlockend, D zu nehmen jetzt irgendwie. Es klingt verdammt verlockend. Ich mache die Schisser-Variante jetzt. Zweite Chance. Und ich fange mal aus Prinzip mit meinem A an. Wobei, ich komme, ich nehme mal, nehm mal das Richtige. Nimm mal erstmal D. Verdammt. Matt. So, 125.000. Zwei Joker sind weg. Der Pritzker-Preis, Nobelpreis der Architektur, Philosophie, Kriminalistik, Sportwissenschaft. Der Pritzker. Ich kann mir beim besten Willen gerade vorstellen, dass es irgendwie dabei um Architektur geht, aber ich weiß es überhaupt nicht. Ich würde jetzt die Frage wechseln gegen eine andere, ehrlich gesagt. Ich tausche aus gegen eine andere. Ich hätte gesagt A. Nein! Verdammt! Es wäre richtig gewesen. Weg damit der Frage. So, dann haben wir die nächste Frage. Wer schrieb den Roman Die Pauensbande? Hans Falada, Ernst Penzoldt, Friedrich Gerstecker, Hans Krim. Ich habe keine Ahnung, ich würde intuitiv sagen B oder D, aber keine Ahnung. Es ist ganz spontan geraten, aber ich lasse es dann hierbei. Dann nehme ich 40.000 und höre auf. Das war's von meiner Seite. Viel Spaß beim Einholen nächste Runde. So, getippt hätte ich auch wahrscheinlich B. Schon wieder richtig, das kann nicht sein. Das ist schon wieder richtig gewesen. Warum? Oh mein Haar, Alter. Es wäre echt schon wieder intuitiv und spontan geraten richtig gewesen. Warum? Warum habe ich so ein Pech dabei? Das ist so unmöglich. Ach Mann. Aber hey, 40.000 sind es gewesen. Immerhin. Und das war Folge Nummer 3. So, nächste Folge gleich. Machen wir noch einmal eine Community-Runde mit dem Chat. Und dann beenden wir offiziell Staffel 4 nach 60 Folgen Wer wird Millionär? In dem Sinne, bleibt dran, wir sehen uns gleich wieder.
Nee. Ist ja mein eigenes Spiel, deswegen nein. So.